Familienbande. Bist du betroffen? Niemals bin ich ein Anhänger jenes weit verbreiteten Irrglaubens gewesen, man müsse in all die Mitmenschen, mit denen man zufälliger und dummerweise verwandt ist, auch noch verliebt sein. Seit sich aber nach einer langen Zeit des Exils vom familiären Schrecken immer häufiger Gesichter und Erinnerungen in Tag- und Albträume hineinschleichen, gestehe ich mir doch die achselzuckende Fügung in die Einsicht zu, dass man seinen Wurzeln allenfalls bedingt entfliehen kann. Besonders häufig, mitunter sogar recht gern, erinnere ich mich an den 50. Geburtstag meines Vaters. Dieser Tag erscheint mir heute als Kulminations- und Knotenpunkt meiner menschlichen Erfahrung. Mit der Geballtheit aller Worte und Taten, mit der Wucht, die damals innerhalb nur weniger Stunden auf mich einhieb, erhielt ich wohl das Rüstzeug, um in den Fairnessen der menschlichen Gesellschaft zu bestehen. Dabei ließ sich der festliche Akt zunächst eher harmlos an. Zwar hatten sämtliche Haupt-, Flach- und Nebenkräfte des Freundes-, Bekanntschafts- und Verwandtschaftslebens komplett ihr Erscheinen angedroht und die gut 100 Personen starke Meute tröpfelte auch nach und nach recht pünktlich ein, dennoch aber plätscherten die Gespräche zunächst eher zäh und gedämpft und auch den alkoholischen Getränken wurde nur mäßig zugesprochen. Eine erste einschneidende Wendung erfuhr der Abend möglicherweise mit dem Eintreffen von Onkel Erich. Dieser damals soeben in Rente gegangene, knorrige Lastkraftwagenfahrer war in der gesamten Verwandtschaft gefürchtet für seine unablässig vor sich hin stinkenden 10-Pfennig-Zigarren und seinen schier unerschöpflichen Redeschwall, den er auf jedermann, dessen er nur irgend habhaft werden konnte, rückhaltlos ausgoss. Allein seine Frau, Tante Hiller, war in der Lage, ihn in seine Schranken zu verweisen. »Mach doch den Kopf zu, du Dünsel!« war die Zauberformel, mit der sie sich ihn erfolgreich vom Leibe hielt. Onkel Erich jedenfalls begann augenblicklich nach seiner Ankunft einen ausladenden Bericht über seinen jüngsten Jugoslawienaufenthalt. Alles Knallköpfe da unten. Keine Ahnung von Rasenmähen und Heckenschneiden. Habe ich ihnen aber alles beigebracht. Und nach 2 Wochen spurten die Brüder Picobello. Währenddessen hatte er taktisch geschickt seinen Schwager Onkel Horst in eine Ecke des Sofas gedrängt und sich massig halb in ihn hineingedreht, um sich für die nächsten Stunden wenigstens einen Zuhörer fest zu sichern. Onkel Horst aber gehört zu jenen Menschen, die vor den sozialen, kulturellen und ethnischen Konflikten der Welt und ihrer Bewohner die Augen zu verschließen nicht bereit ist. Das wie lapidar hervorgestoßene »Jugoslawen, Jugoslawen« seines Gegenübers Erich fand daher durchaus nicht seine Zustimmung. Nennenswerten Widerspruch aber wagte er keinen, sondern griff wie schicksalsergeben zu einer von eben jenem Jugoslawien-Aufenthalt mitgebrachten Literflasche Slivovitz, schüttete sich ein großes Glas ein, schmetterte dieses auf einen Schlag hinab und goss augenblicklich nach, während Onkel Erich mit meckerndem Lachen die Geschichte erzählte, wie er bereits vor einigen Jahren seinem Nachbarn, während dieser einige Monate verreist war, den Garten in Schuss gehalten und dort mal richtig klar Schiff gemacht hätte. Ganze Anhänger voller Unkraut hätte er ausgerissen und weggeschafft. Geschuftet wie ein Berserker hätte er, bis überraschend früh der Nachbar wiedergekommen sei und augenblicklich auf ihn eingezählt hat habe. Er sei Botaniker und züchte seltene Pflanzen, 10.000 Mark Schaden und so weiter. Von wegen seltene Pflanzen, alles Gammeliges, alles Kropfzeug. Polterte Onkel Erich. Nur wenige Plätze weiter juchzte Tante Frieda, schwer gallekrank und strikt auf Diät gesetzt. »Ach was, du ein kleines Likörchen, das schadet doch nicht!« auf ihre Tochter Hannelore ein, die mit den prophetischen Worten »Frieda, morgen ist Galletag« ein und später auch breitwillig nachschenkte, vor dem nach einigen Stunden sich dann zügig abspulenden Debakel. »Oh, bin ich schlecht, bin ich schlecht. Ich hab Malheur gemacht.« Aber hatte Tante Frieda zunächst noch Gelegenheit, über ihre Schwägerin Luise herzuziehen, die seit dem Tod ihres Mannes vor 6 Monaten bereits 7 Heiratsanzeigen aufgegeben hatte. »Die ist doch vom Stamme Nimm. Willi war noch nicht kalt, da hatte die schon 3 neue.« Inzwischen war auch meine Großmutter, im Folgenden Oma bzw. Oma Kotsch genannt, eingetroffen, eine übermäßig rüstige, hektische und ruhelose Person, die ja überhaupt unseren Greisen immer häufiger ein wütendes Nicht-Ruhe geben wollen, ein Hang zum ewigen Weiterramentern eigen geworden ist. Ich sage nur, Trude Unruh, Graue Panther und alles.
Meine Oma jedenfalls hatte bis zu ihrem späteren unfreiwilligen Ausscheiden einen Hauptanteil am Scheitern bzw. eben auch Gelingen dieses prächtigen Abends. Aus einer völlig zerrütteten Ehe inklusive Scheidung hatte sie schon vor Jahren die originelle Schlussfolgerung gezogen, Ehe und Familie allein seien die Horte irdischer Freude, die sie fortan schützen und bewahren zu müssen glaubte. Opfer dieses Trugschlusses waren in erster Linie meine armen Eltern, deren Glücksstern nach 25 Ehejahren durchaus schon etwas matter funkelte, als Oma Kotsch das wahrhaben wollte. Zum 50. Geburtstag meines Vaters hatte sie eine mehrschichtige Säuberungsstrategie ersonnen. Ihr Plan sah vor, im Obergeschoss des Hauses, in das sich die jüngeren Besucher, allesamt Freunde meines Bruders, zurückgezogen hatten, zu beginnen, das Feld quasi von außen her aufzurollen und dann ins Zentrum des Feindes vorzustoßen. Gegen 22 Uhr erschien sie, zunächst unter dem Vorwand, nur mal nach dem Rechten sehen zu wollen. Habt ihr auch alles? Noch paar Klöpschen vielleicht? In der oberen Etage, wo mein im Übrigen komplett volljähriger Bruder und seine Besucher zwischen heftigem Alkoholgenuss und Monopoly-Spielen hin und her pendelten. Nur knapp 20 Minuten später tauchte sie erneut auf, diesmal bereits mit einem Plastikeimer in der Hand, in den sie rigoros den Inhalt der Aschenbecher wie auch der Weingläser hineinfeuerte und barsch erklärte, jetzt müsse Schluss sein, wenn die Eltern das wüssten, dieser Radau immer, um 11 Uhr hängt die Hose kalt am Bett. Mein Bruder, von diesem Frontalangriff völlig überrumpelt, ja übertölpelt, leistete zunächst keinerlei Gegenwehr. Einer seiner Freunde allerdings konnte sich ein heftiges Grinsen nicht verkneifen. Er brauche hier gar nicht zu grinen, fuhr ihn meine Oma augenblicklich an. Was wollen Sie überhaupt hier, Sie feister, speckiger Kerl? Dem so Angeredeten verschlug es blitzartig die Sprache. Meine Oma aber von ihrem zweifachen Punktgewinn beflügelt, knottete, paukte und drosch nun völlig enthemmt auf die Monopoly-Truppe ein. Was haben Sie hier verloren? Sie sind doch schon durch alle Betten gegangen, mähte sie die Freundin meines Bruders nieder und... Lassen Sie das stehen, Sie sind hier nicht auf dem Sozialamt, riss sie einem weiteren Gast ein Schälchen Erdnüsse jäh aus den Fingern. Auch im Erdgeschoss hatte unterdessen der Nahkampf begonnen. Onkel Karl-Heinz, der allgemein Doktor genannt wurde, weil sein Vater während des Zweiten Weltkriegs als Trichinenbeschauer gearbeitet hatte, hatte sich nach dem zügigen Austrinken einer Flasche Korn erhoben und fragte, wie auf jeder Feier, mit gespielter Arglosigkeit, »Kennt einer von euch den Taucher?« Wie immer lautete auch an diesem Abend die scheinheilige Antwort, »Den Taucher? Nein, kennen wir nicht.« Woraufhin Karl-Heinz in Positur schwankte, um eine unglaublich schmutzige Version einer Schillerballade von sich zu geben, soweit seine Trunkenheit dies überhaupt noch zuließ, und im Folgenden ein Füllhorn des heillosen Gestammels auf seine natürlich begeisterte Zuhörerschaft herunterzupeitschen. Der Plan meiner Oma trat mittlerweile in seine zweite Phase. Nach dem Blitzsieg im Obergeschoss näherte sie sich nun bedrohlich der zweiten Etage. In diese aber hatten sich, zum Zwecke des wechselseitig aneinander zu vollziehenden Geschlechterverkehrs, ein weiterer Onkel dieser an Onkeln und Tanten so überaus reichen Familie, Onkel Rolf, zweiter Schwiegersohn meiner Oma, sowie eine ebenfalls durchaus verheiratete Nachbarin, deren Ehemann sich im Erdgeschoss zielstrebig zutrank, zurückgezogen, was wiederum meinem Bruder nicht verborgen geblieben war. Dieser eilte nun, um das Schlimmste, das Auffliegen der außerehelichen Verschränkung, die im allgemeinen Gewühl bisher verborgen geblieben war, zu verhüten, in die mittlere Etage und hämmerte, meine Oma schon hinter sich wähnend, wie von Furien gehetzt, an die Tür des Gästezimmers. »Macht euch nicht unglücklich! Macht euch nicht unglücklich!« sprang wieder zurück auf die Treppe, um meine Oma abzufangen, in Schach zu halten und unter fadenscheinigen Begründungen ein Stockwerk weiterzuschicken, jagte, nachdem dies trotz des geradezu notorischen, ja ins Medizinische schon lappenden Misstrauens der alten Frau erstaunlicherweise glückte, wieder zurück, mahnte und drangsalierte die Eingeriegelten zur sofortigen Aufgabe ihrer unseligen Unternehmung, was ihm schlussendlich sogar gelang, und riet dem mit strubbeligen Haaren unfroh und mürrisch in der Tür erscheinenden Paar dringend, es möge sich doch zunächst im Garten verstecken. Ein ganz und gar widersinniger, wenn nicht sogar teuflischer Ratschlag, dem zumindest mein Onkel unverständlicherweise sogar Folge leistete. Er wurde in den frühen Morgenstunden in den dichten Tannen des Nachbargartens stehend und heiser, »Ist die Luft rein?« wispernd angetroffen. Dass die Geschichte nicht herauskam, hatte er allein dem Umstand zu verdanken, dass seine Ehefrau sich derartig mit diversen Alkoholiker vollgesogen hatte, dass sie unentwegt davon faselte, sie müsse das Robbenfleisch anbraten. Robbenfleisch für 30 Polen.
Eine Behauptung, die aber beim besten Willen und stärkster Angetrunkenheit keiner der übrigen Gäste abnehmen wollte, sodass sie sich schließlich selbst in den Schlafsaal baderte und schnarchend zwischen zwei Verwandten minderen Grades einschlief. Im Zentrum des Geschehens war mittlerweile Onkel Erich beim Russlandfeldzug angelangt. Hier aber verweigerte ihm die streng sozialdemokratisch orientierte und gesonnene Verwandt- und Besucherschaft kollektiv das Gehör. Das Einzige, was du noch hochkriegst, ist der rechte Arm, johlte ohne jede familiäre Rücksicht seine Ehefrau, Tante Hiller, die es wissen musste, und brach in haltloses Geschepper und Gequietsche aus. Mein Bruder, jeglicher Rettungsaufgaben enthoben, war indessen in die Fänge des Geschäftsführers einer Küchenmöbelfabrik geraten. Im Ostwestfälischen gibt es nebenbei bemerkt mehr Küchenmöbelhersteller als potenzielle Käufer dafür. Aber die Geheimnisse und spezifischen strukturellen Probleme dieser Branche können hier leider nicht weiter vertieft und erläutert werden. Jener Geschäftsführer nun qualte im Furor und Feuer der in seinen aufgeblähten Leib hineingeworfenen Getränke auf meinen Bruder, einen eher unpolitisch vor sich hinlebenden Vertreter des Laissez-faire, des Laissez-passer ein, was er denn wolle, ja, was überhaupt alle wollten. Was wollt ihr eigentlich, ihr Linken? Teufelte er. Woraufhin mein Bruder sich augenblicklich hinter einem Glas verschanzte, wobei ihm sein Patenonkel Heinz heftig zur Seite sprang, beziehungsweise torkelte, er, der blöde Fabrikantenarsch. Was im Übrigen nicht einmal zutraf, handelte es sich doch nur um den Geschäftsführer, solle die Jugend zufrieden lassen, wobei er mit großer, schwungvoller Gäste einmal ins Runde zeigte, obwohl dort keinerlei Vertreter irgendwie gearteter Juvenilität, sondern nur ein Trupp grau erloschener Nachbarn auszumachen war. Dies seien die Garanten der Zukunft, jaulte ein Satz, von dem er sich für den Rest des Abends nicht mehr trennen noch verabschieden wollte. Neben diesen einigen wenigen Ausfällen hielt sich der Rest der Gäste noch erstaunlich senkrecht. Ja, es konnte durchaus von einer aufgelockerten, heiteren Partystimmung gesprochen werden. Die ausgesprochen russische Atmosphäre, weinender Männer, Selbstbezichtigungen und so weiter, machte sich, zumindest zu diesem Zeitpunkt, allenfalls an den Randbereichen bemerkbar. Aber nun, taktisch äußerst gewieft, brachte meine Oma den letzten Teil ihres Plans zur Ausführung. Auf dem Weg zum jetzt recht häufig frequentierten Bad nämlich, lauerte sie den mehr oder weniger geschwächten, angeschlagenen Gästen auf, um ihnen mit Grabesmiene und Stimme mitzuteilen, meinem Vater gehe es sehr schlecht. Ach, es ist was, jammerte sie. Er sei schwer krank, hinfällig und eigentlich so gut wie tot, habe aber natürlich das geplante Fest nicht absagen wollen. Diese Aufregung, diese Anstrengung, diese Strapazen, zeterte die alte Frau nun völlig unverhohlen. Es ist besser, wenn sie jetzt alle gehen. Ihr heimtückisches Geschwätz führte rasch zu einem stetigen Aufbrechen Dutzender von Gästen, die sich besonders warm, herzlich, ja pietätvoll beinahe von ihrem Gastgeber, meinem überaus vitalen und kerngesunden Vater, verabschiedeten, was ihm bis heute den gänzlich ungerechtfertigten Ruf eines Teufelskerls eingebracht hat, der, obwohl mit dem Tode ringend, noch zu feiern verstand wie kein Zweiter. Meine Oma aber kauerte noch immer hinter einem Treppenabsatz und zischelte Düsteres auf ihre Opfer ein, bis mein Vater, der irgendwie Unrat witterte, sie entdeckte, als sie gerade wieder ihre monströse Lüge auf ein schon besorgt mit den Köpfen wackelndes Nachbarn-Ehepaar häufte, woraufhin er, nicht bange, sie kurzerhand packte, schulterte, die Treppe hinaufschleppte, ruckzuck in ein Zimmer sperrte und den Schlüssel für immer fortwarf. Zu spät allerdings, die böse Saat meiner Oma war längst aufgegangen. Das Haus leerte sich und nur Tante Matta und Onkel Paul, die sich in 50 Jahren Ehe alles gesagt hatten, was es zu sagen gab, hockten noch mürbe in einer Ecke und guckten Löcher in die Luft. Sagte Tante Matta. Antwortete Onkel Paul. Danke.